So, hallo. Wir machen weiter. Bei Isaac Repentance. Letztes Mal haben wir Tainted Cain kennengelernt. Der interessant ist und den ich jetzt erstmal nicht weiterführen möchte. Ich könnte jetzt Runs spielen und immer wieder ausprobieren, was macht welche Kombination. Man könnte Sachen durchprobieren, wie was macht's, wenn ich alle Bomben mache, was macht's, wenn ich alle blauen Herzen kombiniere, was kommt raus, wenn ich alle weißen Herzen kombiniere. Aber ihr seht schon, das sind dann schon Kombinationen, das zu hinzubekommen dauert eine Weile. Und ich habe mal nachgeschaut, es waren nicht 7 Münzen und ein Schlüssel, der zu PhD geführt hat. Es waren 6 normale Münzen, ein Nickel und ein Schlüssel. Also da war ein Nickel dabei. Ich glaube, dass das, weil das ja auch speziell angezeigt wird, ein Sonderfall ist. Also es sind nicht 6 normale Münzen, es muss so eine 5er-Münze dabei sein. Das macht die ganze Sache schon wieder etwas schwieriger. Okay, aber wie auch immer, wir gehen weiter und spielen jetzt mit Judas. Ja, also zu Cain kommen wir auf jeden Fall nochmal zurück, aber ich will da erstmal den Part abwarten, was ihr alles dazu zu sagen habt. Okay, so, Judas hat Shadow Eater und Dark Arts. Dark Arts klingt super interessant. Ich bin gespannt, was los ist. Wir gehen rein. Okay, er hat da unten tatsächlich so ein Item. Dark Arts. Das heißt, das kann ich mit Q auslösen. Und dann kann ich da im Boden oder was? Ah, das ist wie Ninja. Lol, okay. Oh, und der hat kein einziges Herz. Er hat schwarze Herzen. Ich bin auch voll schnell, wenn ich das mache. Okay, kann dieser Schuss oder was das ist, kann der Sachen kaputt? Okay, das macht er nicht kaputt. Ha, okay. Gut, das ist erstmal interessant, würde ich sagen. Okay, ich kann durch Items zum Beispiel durchlaufen. Also kann ich auch durch Objekte durchlaufen. Also durch das hier nicht, ne? Das ist dann fest. Aber ansonsten durch Items kann ich zum Beispiel durchlaufen. Okay, ja, cool. Kann ich leider nicht nutzen. Okay. Kann ich, wenn ich das mache, durch den Stachelraum laufen? Good to know. Der Kollege hier kann also schon mal umsonst... Ja, shit. Der Kollege kann also schon mal umsonst durch Stachelräume gehen. Sehr gut zu wissen. Sehr gut zu wissen. Okay, kann ich damit diese Viecher hier kaputt machen? Scheinbar nicht. Oder ich habe es nicht richtig getroffen. Nee. Die gehen definitiv nicht kaputt. Okay, ich kann mir auch nichts leisten. Das heißt, wir werden jetzt wahrscheinlich ziemlich sicher drauf gehen. Ich habe ja gerade schon ein Herz verloren, blöderweise. Das wird wohl eher nichts, aber wir können mal gucken. An sich aber, es hatte auch einen guten Damage. Also er hat einen guten Damage von Anfang an. Kann ich durch Gegner durchgehen, so? Oha! Ich kann nicht nur durch Gegner durchgehen. Habt ihr das gesehen? Die markieren sich so, dann wird es auch getroffen. Das ist ja interessant. Okay. Zack. Wow. Oh, und das steigert meinen Schaden, wenn ich das mache. Aber nur einen Moment, nur für einen Moment. Nur für einen Moment. Also nachdem man da durch ist, steigert es den Schaden und dann geht es wieder zurück. Okay, das ist cool. Das heißt, mit je mehr Gegnern ich das mache... Ah, shit. Ja. Okay. Mit je mehr Gegnern ich das mache, umso effektiver wird das Ganze. Ja, okay. Wir starten mit dem HP ab. Das ist jetzt schon sehr... Ah, okay. Es bleibt bei schwarzen Herzen. Okay. Da ist der kleine Nachteil schon mal. Ich komme auch nicht durch die Tür durch. Kann ich Töpfe kaputt machen so? Wahrscheinlich auch nicht. Okay, also ich verstehe. Da haben wir schon mal einen kleinen Nachteil, was die Herzen angeht. Okay.
So, jetzt gehen wir erstmal hier durch. Ja gut, das können wir eigentlich einfach einsetzen. Macht halt ein Herz mehr. Wow, ich muss echt aufpassen, dass ich da schnell genug durchkomme. Hä? Hä? Wieso komme ich jetzt nicht mehr? Bin ich dumm? Ach so, wenn ich schieße, dann löst sich das sofort auf. Ah, okay. Aber ansonsten löst es sich praktisch nach einer Zeit auf. Ja, okay, I see, I see. Aber ich kann es mit Schießen, kann ich es schneller beenden. Okay. Sehr interessant. Gut, mehr kann ich im Moment nicht tun. Gehen wir in den Kampf. Aber ist das immer Insta-Death? Also sind die immer sofort tot? Oh, shit. Oder muss ich da... Also gibt es Gegner, die mehr aus... Also meine Bosse halten mit Sicherheit mehr aus. Und was passiert, wenn ich genau in dem Moment mich hier materialisiere, wo das sozusagen, wo ich im Gegner drin bin? Wenn ich direkt... Ist das direkt ein Schaden? Oder ist das Spiel da gnädig, was sowas angeht? Jetzt hat es aber nicht viel Damage abgemacht. Wahrscheinlich, weil ich eine schwache Gegner besiegt habe. Ja, also der Damage-Up ist wirklich nur sehr, sehr kurz. Ich könnte mir vorstellen, dass das mit einem Gamepad übrigens leichter zu steuern ist, weil das immer mit Q ist ein bisschen... fast ein bisschen umständlich zu laufen und zu drücken. Aber ich will mich nicht beschweren. Das ist eine sehr coole Geschichte. Gefällt mir. Das gefällt mir. Das ist interessant. Das ist äußerst interessant. Oh lol, das hat nicht umgehauen. Oh, ich bin auf den... Ah, siehste. Da wollte ich nicht drauf laufen. Bin auf den Stoppknopf gekommen. Okay, die hält mehr aus. Die geht nicht sofort kaputt. Mal schauen, was wir noch so rausfinden. Vor allem, was das mit Bossen macht, dieses Ding. Und mit Explosionen, stimmt. Explosionen gibt es auch noch. Yikes. Ja, also der Damage geht sehr schnell wieder runter. Nein, das war zu langsam. Ah ja, okay, also es ist wahrscheinlich auch einfach ein Amount von meinem Damage, der da mit reinspielt, und wenn ich halt nicht genug Damage mache, ja, dann sieht das halt so aus. Okay, verstehe ich. So, jetzt erstmal Schlüssel und Itemraum. Na gut. Das ist nicht so das genialste Item, aber man kann es mal mitnehmen. Gut, es bleibt bei mir eh nichts anderes übrig, ne? Zack. Ja, okay. Also, man macht halt Schaden. Ein bisschen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, das ist mega krass gegen Bosse. Krass ist es eher, wenn mehrere Gegner auftauchen. Oh mein Gott, das war dumm. Krass ist es eher, wenn mehrere Gegner auftauchen, so. Und ich glaube, je mehr ich da kombiniere, desto... Ah, scheiße. Desto krasser ist dann auch am Ende dieser Effekt. Könnte ich mir vorstellen. Ah, das hält die auch an. Uah! Mist, da habe ich mich nochmal erwischt, weil ich nicht aufgepasst habe.
blöd gelaufen. Hier ist es allerdings ehrlich gesagt nichts, was ich kaufen würde. Jetzt ist da was ich kaufen würde. Ah, jetzt ist da auch was ich kaufen würde, aber gut, man kann nicht alles haben, ne? Yikes. Oh, wir können ihn doch noch kaufen, den Schlüssel. Nice. Jetzt würde ich hier mal gerne versuchen, möglichst viele aufzubauen von den Dingern. Ja, okay, die rennen von selbst in den Creep rein. Das ist auch okay. Dann brauchen wir uns nicht weiter... Ja, also okay. Das ist auch nicht okay. Das wird sich weiter stressen. Müssen wir uns nicht weiter stressen. Ist in Ordnung. Können wir machen. Können wir machen. So. Abflug. Herzenstechnisch wird das eine Problemgeschichte hier. Herzenstechnisch wird das eine ganz große Problemgeschichte. Sehe ich schon kommen. Heieiei. Okay. Da wäre was Interessantes. Komme ich aber nicht ran, ne? Naja. Na gut. Na gut. Oh nein, sehe ich die Items wieder nicht, aber ist ja wurscht. Auch Pilze gehen nicht kaputt, okay. Gut, Tiersub ist cool, vor allem weil es auch Herzen gibt, sehr schön. Und, yo! Auch das, keine schlechte Geschichte. Oh, cool. So, vorsichtig raus. Okay, jetzt, ja gut. Curse of the Tower ist passiert. Kann man mal machen. Ja, jetzt werde ich hier natürlich nichts kaufen. Ja, aber mit ihm werde ich jetzt auch nicht spielen, weil er ja dann doch problematisch ist. Ja, na, na. Ich denke, hier werden wir einfach nichts machen. Hier werden wir effektiv nichts machen und versuchen einfach durchzukommen. Ich denke, das ist jetzt mein Way to go. Ah, Mist! Oha. Ja, das... Oh, das war super knapp. Ich dachte, der trifft mich. Nein! Ah, Mist! Yo. Fällt mir echt gut. Also es ist sehr interessant zu spielen. Noch nicht so ganz so einfach zu steuern. Noch nicht so ganz so einfach zu steuern. Aber ist in Ordnung. Nein, das ist nicht wahr. Ach. Ausgerechnet der mir ein ganzes Herz abzieht, musste da explodieren. Ärgerliche Momente. Damage up ist schon mal sehr cool. Weil das ja bedeutet, wir machen mehr Damage mit unserer hier Dings. Hui. Ne? Coole Sache. Das ist auch eine coole, wobei das halt einfach nur ein Shop-Item ist, also eigentlich wäre es, ja, ne? Oh, die sollten wir uns holen. Die, wobei ich nicht weiß, ob dann... Ich meine, wir kriegen ja eh kaum rote Herzen. Ja. Ah, okay.
könnte gleich mal hier vorsichtig die Bombe setzen. Ah, das war nicht so cool. Ja, dann setzen wir doch mal hier die Bombe und hoffen, dass wir gleich den Schlüssel kriegen. Sehr nice. Na, das wäre jetzt so ein, Nickel. Wenn ich den jetzt einsacke, dann könnte ich damit sozusagen mir so ein Viech craften. Komm, wir nehmen sie mal, scheiß drauf. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht kommen jetzt ja öfter blaue Herzen mit irgendwas. Oh, ja, gut. Bin mir unschlüssig. Bin mir unschlüssig, ob das mit ihm so eine gute Idee ist. Weil, ja, weil ich dann halt nicht so schnell schießen kann, sondern immer erst... Naja, wobei... Ich denke schon, dass es eine gute Idee war. Vor allem, was daraus werden kann halt. Das kommt ja noch dazu. Ja, stimmt. Ich lade auf und dann renne ich rein und dann erst schieße ich und dann habe ich so eine krassere Träne am Anfang. Das klingt eigentlich nicht so dumm. Oha! Die sind da einfach vor mir gespawnt. Nein! Voll daneben! Bah! Also, das Steuern, damit tue ich mir noch ein bisschen schwierig. So exakt die Gegner zu treffen, die ich auch treffen will. Damit tue ich mir noch ein bisschen schwer. Aber es ist okay. Es ist okay, es ist okay. Es ist okay. Alles aus dem Weg. So, will ich einen HP ab für 15? Nee, eigentlich ja echt nicht, ne? Eigentlich ja echt nicht. Und das Geschenk wäre eigentlich was für, wenn man den Engelraum findet. Ja! Natürlich, das nehmen wir für die nächste Ebene mit. Ja. Aber sowas von. Nein! Hör auf mich zu treffen. Das habe ich so nicht bestellt. Shit! Ich laufe zu viel in die Gegner rein. Das ist, wie gesagt, die Steuerung ist noch nicht so ganz, also bin ich noch nicht so ganz drin. Wie genau man das dann am besten angeht. Yo! Das war mega Damage. So muss das. Achso, der Damage ist immer noch eben mega hoch, aber ich habe ihn jetzt nicht mehr genutzt. Ja, okay. Ein Schlüssel, ein Geschenk, was wir jetzt noch nicht einsetzen werden. Aber jetzt müssen wir überleben. Jetzt müssen wir überleben. Jetzt kommt es drauf an. Ah! Das Q drücken und dann schnell rennen, das ist so... Irgendwie steuerungstechnisch fühlt sich das noch nicht so gut an. Ah, der Damage danach fühlt sich sehr gut an. So, Nummer 1 ist weg. Nein, wollte ich nicht, war zu bald. Never mind. Nichts passiert. Ich habe halt echt Angst, dass ich in denen drin lande, dass ich in dem Moment mich materialisiere und dass das dann scheiße läuft. Jetzt haben wir halt immer noch nur ein schwarzes Herz. Das ist nicht gut. Wir brauchen mehr schwarze Herzen.
Ich weiß, ich könnte doch mit dem Geschenk hier rein und ein Satan-Dings holen, aber ich will es mit dem Engelraum machen. Ich will genau eben das mit dem Engelraum machen. Und ich hoffe jetzt einfach auf irgendwelche Items, die mir Herzen geben. Sobald wir im Shop einmal blaue Herzen kaufen können, bin ich happy. Also ich und sobald ich das Geld dafür habe. Okay, Bomben ist okay. Gibt auch ein blaues, schwarzes Herz, das ist in Ordnung. Damit kann ich leben. Damit kann ich auch leben. Aber es ist alles noch nicht das Nonplusultra. Auch hier könnte ich natürlich das Geschenk einsetzen. Na, auch hier könnte ich ein cooles Item bekommen, aber wie gesagt, ich möchte es gerne im Engelraum machen. Und hoffen, dass wir halt bis zum Engelraum kommen. Das ist das Ding. HP-Up gäb's hier. Oh, den Kollegen gäb's hier auch. Und blaue Herzen gibt's hier. Okay. Mist. Das ist nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Das ist schon besser. Jetzt ist halt die Frage, die Kiste oder die Kiste? Mach mal die Kiste, falls hier der Geheimraum ist. Jo. Okay, das ist auch cool. Jetzt komme ich an die andere Kiste. Ah, komme ich nicht, weil ich keine Bombe mehr habe. Nevermind, ich habe nichts gesagt. Okay. So, drückt mir die Daumen, dass der Kampf gut läuft. Weil wenn der Kampf scheiße läuft, dann wird es nix. Logischerweise, weil dann bin ich tot. Muss halt vor allem auf die aufpassen, die ein ganzes Herz Schaden machen. Wie dich zum Beispiel. Du kannst mal einen Abflug machen. So, jetzt legen wir hier mal los. Wieder aufgeladen. Sehr nice. Vorsichtig. Weg mit euch. Ihr könnt euch alle verpissen. Du kannst dich auch ganz schnell verpissen. Du bist bunt. Will ich nicht. So. Okay. Scheiße. Okay. Puh. Kann ich mir das HP ableisten. Aber ich gehe mal Quatsch, das HP ab. Ich Doofkopf, ich Volltrottel. Jetzt kaufe ich mir natürlich einfach blaue Herzen. Sind da dann 3 HP Ups effektiv. Ne? Ja, ich gehe hier kein Risiko ein. Ich kaufe mir die jetzt alle. HP Up ist Energie ist für mich das Allerwichtigste. Schon immer gewesen. So ist einfach so. Wird sich auch nie ändern. Wenn ich nicht genug Energie habe, läuft's halt nicht. Ja, scheiße, siehst du? Schon ein ganzes Herz wieder verloren. An dem Mistvieh. Oh, den habe ich nicht erwischt, okay. Wow, der ist schnell. Macht euch mal weg da, ihr gefällt mir überhaupt nicht. Nee, 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 du triffst mich nicht. Ah, scheiße! Nächster unnötiger Treffer. Ich meine, mit jedem Treffer kommen auch mehr von den kleinen Freunden, aber das muss ja nicht mein Ziel sein. Alter, ist der schnell. Oh, Alter! Okay. Er hat zum Glück überhaupt keinen Bock.
Okay, wenn du keinen Bock hast, ist in Ordnung. Ich hab Bock. Ich weiß nicht, was mit dir los ist, aber ist in Ordnung. Das ist okay. Mach das. Das ist in Ordnung. Das ist voll in Ordnung. Gar kein Problem. Mach das einfach. So, mehr hiervon. Mehr hiervon. Das ist wichtig. Dass wir hier schön überleben. Und jetzt, oh, der Drecksack. Mit dem habe ich ihn sowas von viele Hühnchen zu rupfen. Ich hasse den. Ich hasse den abgrundtief. Der macht mir fast jeden Rand kaputt. Ja, immer mit so einer Scheiße. Genau mit so einer Scheiße. Alter, ich hasse dich so sehr, ne? So, jetzt geh drauf. Ich hasse dich. Tschüss. Mein Gott. Okay, sehr schön. Fliegen ist halt nicht so sinnvoll. Also Trisagion erscheint mir am sinnigsten hier. Wüsste nicht, was gegen Trisagion spricht. Fliegen wäre in einem normalen Run, wäre Fliegen super. Aber hier erscheint mir Fliegen... Oder war das... Das war jetzt kein HP-Up mit. Das HP-Up war der Topf. Also der hier, der Dings war mit HP-Up, ne? Angel. Ja, wo ist es denn? Ach so, hier ist es, hier ist es. Ja, Spektraltränen, ja, wow. Die habe ich mit Trisagion auch, also. Nee, dann nehmen wir Trisagion. Dann nehmen wir Trisagion. Da haben wir auch noch Knockback drin und so weiter. Nehmen wir Trisagion. Und jetzt noch das Spacebar-Item. Oh, okay. Ist doch in Ordnung. So. Ich meine, das sieht schon viel besser aus. Und das auch noch mit ordentlich Damage. Kann ich mir gut vorstellen. Kann ich mir durchaus gut vorstellen. Einen Schlüssel haben wir. Gehen wir weiter. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit Schokolade auch noch, ne? Das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, die Geschichte hier. So, bleiben die Viecher jetzt oder verlassen die mich nach der Ebene? Ich denke mal, nach der Ebene verlassen sie mich, aber die Ebene überscheinen sie zu halten. Das heißt, wenn ich getroffen werde, spawne ich diese Viecher. Curse of the... Die bleiben! Die bleiben den ganzen Run über. Ja, wie geil ist das denn? Ja, keine Ahnung. Ich kann mir jetzt den Run versauen, dann ist es halt so. Speed-up, damit versaue ich mir den Run schon mal nicht. Und hiermit versaue ich mir den Run auch nicht. Zwar ein geringes Damage down, aber das ist in Ordnung. Damit kann man leben. Ich frage mich, ob es irgendein Item gibt, was sozusagen das verlängert, dass ich diesen Effekt habe. Also, dass man vielleicht mit... Gut, mit Speed-Up kommt man weiter. Das ist klar. Das stimmt. Mit Speed-Up kommt man natürlich weiter. Okay, und wieder raus. So. Erstmal die Flammen hier so kaputt machen. Gut, hier werden wir wieder nichts kaufen, auch wenn natürlich... Kann ich... Oh, das muss ich testen. Okay, schade. Das 7er Item ist halt schon reizend, aber man weiß halt nicht, was kommt. Insofern, nee. Ist eigentlich für mich ein Nee. So, Gratis-Items, klar, die nehme ich mit, aber sonst, wenn ich es nicht weiß, was es ist, dann bin ich eigentlich nicht so der Fan, das mitzunehmen. Hilfe! Jetzt nicht, E-Mail-Programm, jetzt nicht. Ei, der Moment ist so kurz, dass ich immer Angst habe, irgendwo reinzulaufen oder so. Oh, mir kommt gerade, Fliegen ist trotzdem geil, weil man zum Beispiel diesen ganzen Zeug auf dem Boden dann ausweichen kann. Und man kann dann nicht mehr in so Zeug reinlaufen. Das ist natürlich, wahr. Also Fliegen ist doch auch schon... Scheiße. Fliegen ist doch auch schon eine gute Geschichte. Da habe ich jetzt gerade noch nicht so richtig drüber nachgedacht. Gebe ich zu. Whoa.
Im Moment setze ich das auch kaum ein. Jetzt habe ich es mal wieder ein bisschen eingesetzt. Weil ich halt jetzt relativ gut alleine so schon kämpfe. Na, das ist jetzt auch ohne diesen Martial Arts, Dark Arts Effekt. Ist das jetzt auch eine coole Geschichte hier. Deswegen will ich da eigentlich gar nichts groß riskieren. Sehr schön. Okay. Einen Schlüssel kaufen wir. Klar. Dass wir einen haben fürs nächste. Aber hier würde ich jetzt sonst nichts weiterholen. Weiß nicht, was es ist. Es scheint mir... Es scheint mir nicht sinnvoll genug. Okay, der ist ja überhaupt kein Problem jetzt. Plus Knockback halt auch noch, ne? Also der kommt gar nicht an mich ran. Ja, und er macht auch keinen Ärger. Sehr schön. Oh, das war knapp. Da traue ich mir jetzt halt auch echt nicht, da mit Kuh reinzuwursteln. Oh, das war, der hat eine ordentliche Reichweite allerdings. Muss ich aufpassen. Ah, ich bin ja erst ein Buttongemäsche hier gerade. Sensationell. So, tschüss. Hat nicht gereicht, aber jetzt gleich. Okay. Ach, ich wollte eigentlich, dass er bei den Steinen explodiert, falls da ein Crawlspit oder sowas auftaucht. Okay, ich brauche nicht weiter hochgehen, das hole ich mir eh nichts. Gehen wir einfach hier in den Kampf. Es ist nur, sind es nur zwei davon? Ja, easy. Sehr schön. Leicht verdienter Devil oder Angel Deal. Ich hoffe natürlich auf Angel, klar, weil Devil würde teurer werden. Devil könnte ich mir nicht leisten. Meine Finger werden nach dem Part so wehtun. Ja, es ist ein Devil Deal. Aber vielleicht kriegen wir schwarze Herzen. Das wäre zumindest was. Okay. Kann auch sinnvoll sein. Algis würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ich kann halt nur eins mitnehmen. Ah, Chera wäre halt auch cool. Was ist jetzt im Endeffekt besser? Was würdet ihr mitnehmen? Chera oder Algis? Tja. Sitze ich wieder hier. 30 Sekunden Schild versus... Sachen auf dem Boden verdoppeln. Wenn ich ganz viele blaue Herzen mal irgendwo hätte, wäre halt Jera insane gut. Ich gehe auf Jera. Ich gehe auf Jera. Ne? Oder auch, wenn es nur eins ist, dann kann ich auch zum Beispiel hier so Sachen im Shop, kann ich mir einmal Jera einsetzen. Dann kriege ich den Kram. Da gehe ich auf Jera. Keine Ahnung. Wir werden sehen, ob es richtig war oder nicht. So, jetzt aber erstmal wieder hierhin zurück. Nicht, dass ich da versehentlich wieder was einsetze. Okay, wir fangen unten an, wie immer. Tears Up, sehr schön. Wobei, Tears Up weiß ich gar nicht. Ah, das macht, dass ich schneller auflade, das ist gut. Stimmt. Und die sind auch in Ordnung. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt noch irgendwas machen. Aber, wobei, es sind Schilde Tears, ne? Ja, das ist doch dann... Das heißt, das hat dann Dings zusätzlich den Schildeffekt? Das wäre super cool. Ich hoffe mal, ja. So, was haben wir hier drin, Hübsches? Okay. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Frage, ob man hier halt schon Jera einsetzen will, falls das jetzt nämlich Hierophant ist. Er ist aber der Magician. Dann will ich Jera für das noch nicht einsetzen. Das ist Quatsch. Okay. Hm. Jetzt bin ich aber schon wieder am Überlegen. Zweimal Magician haben, hier Magician einsetzen und dann beim Boss Magician einsetzen, klingt halt auch nicht verkehrt. Na? Zielsuchende Tränen? Klingt nicht verkehrt.
Ich bring die Magician Card jetzt erstmal nach draußen. Ich kann ja hier umsonst rein und raus. Genau das ist was. Oh, ich hasse das, dass der die Karte dann an. Wie, oh. Genau. Ich hasse das so abgrundtief, ne? Ich hasse das so abgrundtief, dass das passt. Okay, da ist ein geiles Item. Aber ich hasse das so abgrundtief. Ey, das ist so ein Müll. Boah. Ja, jetzt habe ich anstatt zwei Magician gar keins. Alter. Das ist so ein Drecksmüll. Na gut. Moin und tschüss. Nicht böse aufpassen, ich habe ganz wenig Energie. Hm. Einer von denen kann mich komplett erledigen. Ja, ach, Kacke. Ach, das mit Magician hat mich geärgert. Scheiße. Aber waren coole Voraussetzungen, die wir hier hatten. Waren echt coole Voraussetzungen. Kann man nicht anders sagen. Waren sehr coole Voraussetzungen. Ja, lol. Ja gut, dann gehe ich schlafen mit blauen Herzen. Nützt mir überhaupt nichts, aber hey. Einfach mal schlafen gehen. Oh, nützt mir überhaupt nichts. Krieg einfach drei blaue Herzen dazu. Huch. Hoppala. Da habe ich wieder was verwechselt scheinbar. Okay. Nützt mir überhaupt nichts. Ja, ist in Ordnung. Hier gäbe es jetzt ja ein Knochenherz dann. Ist es dann ein normales HP-Up für ihn? Oder gibt es da wirklich mal ein Knochenherz? Das wäre auf jeden Fall ein Tiersabweis. Also ich würde es mir kaufen. Das würde ich mir kaufen. So, jetzt habe ich so viele Herzen. Wenn ich jetzt deswegen schlecht spiele und mit ganz wenig Herzen hier rausgehe, wäre das echt kacke. Weil normalerweise hätte ich jetzt halt drei oder zwei. So, und das war's. Ich muss jetzt nicht anfangen... Ich muss jetzt nicht anfangen, mich überall treffen zu lassen, nur weil ich mich treffen lassen kann und nicht sofort draufgehe. Das muss halt echt nicht sein. Hilfe. Alter, ich könnte schon wieder abkotzen. Mann. Das ist genau, was ich meinte. Nur. Ich verliere sämtliche Herzen. Normalerweise wäre das ein Kampf, den man mit zwei Herzen bestreiten müsste, ungefähr. Und ich bestreite den Kampf mit über. Fast, ja, mehr als der Hälfte der Herzen, die man haben kann. Und verliere sie fast alle. Das ist doch dumm. Oh mein Gott. Das ist doch richtig dumm. Wie kann man denn so kacke spielen? Boah, das ist auch nicht so geil. Jetzt mit allen an der Wand, vor allem an jeder Seite sind die jetzt. Das ist überhaupt nicht geil. Hilfe. Mach dich mal weg. Ach, ich bin ein Vollidiot. Ich bin immer noch am Button-Mashen. Ich muss ja gar nicht mehr Button-Mashen. Oh mein Gott, ich bin ein Vollidiot. Seht ihr das? Ich habe fast alles verloren. Ich habe fast alles verloren. Die kompletten Herzen, die ich hatte. Die hätten komplett eigentlich den ganzen Modus überreichen können. Die hätten den ganzen Modus überreichen können, diese Herzen. Oh mein Gott.
Ist das mein Ernst? Alter. Das ist halt mein Ernst. Dass ich alles verloren habe. Das ist halt echt mein Ernst. Was bist du denn? Ach, die Dinger. Oh ja, die sind interessant. Die sind äußerst interessant. Weiß nur nicht, ob die hier so geil sind. Aber grundsätzlich sind die sehr interessant. So. Jetzt gucken wir mal, ob das ein normales HP ab wird. Dann wäre es jetzt Geldverschwendung oder ob es wirklich ein schönes Knochenherz wird. Wird ein Knochenherz. Insane. Oh. Ach so. Ja, ist okay, es ist so ein Knochenherz. Es ist da. Und es geht sofort kaputt. Ich kann es nicht füllen. Es ist dieses Knochenherz. Ich kann es nicht füllen. Ah, ist natürlich kacke, dass ich es nicht füllen kann. Okay. Scheiße. Ja, da ist es nämlich gleich wieder weg. Ja, das war... Aber gut, wir haben Tiersub dadurch bekommen. Das Tiersub ist in Ordnung. Ohne das Tiersub hätte ich es, glaube ich, auch nicht riskiert zu kaufen. Ah, Scheißdreck. Sehr schön. So, da gehen wir natürlich nicht rein. Ihr kennt das Spiel. Wir haben erst noch was zu tun. Und zwar in der nächsten Ebene. Bin ich denn komplett dumm? Alter! So. Was haben wir hier jetzt? Speed up. Okay. Ist auch in Ordnung. Ist jetzt nichts, was mich vom Hocker haut. Aber ich meine, für Explosionen und so ist es schon gut, dass wir das jetzt sozusagen, dass wir da geschützt sind gegen Explosionen. Das ist schon mal in Ordnung, klar. Will ich mich gar nicht beschweren. Schade, auch das geht nicht. Sehr schade, dass das nicht geht. Okay, hier ist nichts Brauchbares. Dann können wir hier durch. Ey, mein Magician-Feld, der ärgert mich... Oh, boah. Also ja, es ist eigentlich egal. Mein Magician-Feld, der ärgert mich immer noch. Also das war... Ich hasse das. Du hast hier unten ein Item, was du mit Q auslöst. Und sobald du eine Karte einsetzt, wandert die einfach vorne hin. Warum? Das ist doch dumm. Hier ist nichts, was ich kaufen will. Und es gibt ja auch nichts zum Rerollen, also gehen wir hier dann einfach so raus. Okay, hoffen wir, dass der Kampf funktioniert. Ansonsten war es das hier schon wieder. Das ist mein verdammter Ernst. Oha! Der darf mich nicht treffen, auf gar keinen Fall. Jetzt habe ich noch ein halbes Herz. Okay.
Okay. Schon besser. Ey, aber es ist... Ich möchte nochmal kurz betonen, es ist immer noch der One, den ich mit gefühlt 9 Herzen gestartet habe. Wir sind einfach in der zweiten Ebene bei dem da. So, ich habe einfach alles wieder verloren. Arsch! Einfach alles wieder verloren. Wie schlecht spiele ich denn? Junge. Da war der Head, der mich gerettet hat. What? Nein, den Schuss habe ich wieder nicht gesehen. Okay, letzter Versuch für heute. Dann haben wir genug gelitten. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe echt noch ein bisschen Probleme, das vernünftig einzusetzen, das Q. Das ist so... Ich glaube, wenn das bei Space wäre, wäre das einfacher vom Rumlaufen. Aber das auf Q ist echt komisch. Mein Gott, ich könnte die Taste umstellen, aber... Wohin? Kann ich jetzt auch nicht auch Q und Space wechseln? Ja, auch komisch. Es ist zwar ein HP, aber es ist halt... Da würde ich eher das mitnehmen, weil dann habe ich zu keine zukünftigen Flüche oder so. Ich denke, das ist eine bessere Idee. Ich denke, das ist eine bessere Idee. Komm, gib mir eine Bombe. Wieso wollte ich eigentlich eine Bombe? Weiß es nicht. Vielleicht wollte ich die sprengen gedanklich. Ja, cool. Freue ich mich doch jetzt schon wieder hier. Das hat gut funktioniert mit dem Sprengen. Aber wir können den Schlüssel schon mal holen. Stimmt, ich wollte eine Münze, keine Bombe. Lol, er hat mir beides gegeben zum Glück. Er wusste innerlich, was ich will. Er wusste innerlich einfach, was ich will. Ist Virgo Dings gewesen? Der Dings-Effekt? Ich glaube, ja. Ich glaube, ich sollte nicht so auf dieses Q-Ding einsetzen, weil normale Kämpfe funktionieren ja und man muss es nicht herausfordern. So, wenn es sich gut ergibt, dann kann man es einsetzen, aber man muss es jetzt ja nicht ständig einsetzen. Ne? Versteht ihr, was ich meine? Ich sollte es wirklich nur einsetzen, wenn es Sinn ergibt. Ansonsten kann ich ja ganz normal die Ebene spielen, als wäre es halt ein normaler Charakter, der diesen Effekt nicht hat. So, an der Ebene ändert sich ja nichts. Würde ich ja mit anderen Charakteren genauso spielen. Und nur wenn ich das nämlich gut mache, kann ich auch den Schaden, den ich dann zusätzlich bekomme, gut nutzen. Sonst kann ich den ja eh nicht nutzen. Vor allem, wenn ich dann in sowas reinrenne, wo ich dann da unten plötzlich zwischen Millionen Gegnern stehe, das ist halt dann super dumm. Also ich muss das wirklich sinnvoll einsetzen. So viel dazu. Und offenbar war es nicht der Wafer-Effekt. Sonst hätte ich jetzt nur ein halbes Herz abgezogen bekommen. Yo, ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich habe richtig viel Schaden auf einmal. Irgendwie waren das mehr Gegner, als ich dachte. Nee! Junge! Renn doch nicht noch da rein! Du Volltrottel. Oh mein Gott. Hat er nicht gemacht. Ja, jetzt kann ich mit einem halben Herz gegen den Boss kämpfen. Ja, super. Ach du Schande. Wen kriegen wir denn? Einen Monster kriegen wir.
Toll. Der eine Monster ist ja okay, was... Die Kombination ist jetzt nicht so geil. Okay, Monster haben wir weg. Oh nein! Boah! Ich konnte da drüben nicht hin, weil da der andere Typ rumläuft. Genau der da. Ich muss jetzt böse auf den Creep am Boden aufpassen. Es sagen und dann nicht tun, ist halt auch blöd. Okay, eine Runde machen wir noch. Das ging mir zu schnell. Das ging mir zu schnell. Ach, war das wieder dumm? Mann! Schöner Start. Damage Up ist immer gut. Gleich mal das gefährliche Feuer hier entfernen. Gleich mal das gefährliche Feuer entfernen. Und den Schlüssel können wir uns direkt leisten. Das ist auch sehr gut. Weil es ein Dreierschlüssel ist. Und hiervon... bin ich eigentlich jetzt nicht so Fan von irgendwas, was da ist. Ja, gut. Jetzt auch nicht das Top... Oh. Jetzt auch nicht das Top-Item. Aber gut. Das war, was habe ich jetzt gemacht? Das war, ich bin hier komplett falsch gelaufen. Jo, oh mein Gott! Da hat der Geist geklärt und ich wäre fast in die Explosion reingelaufen. Das wäre nicht ganz so cool gekommen. Also ich muss es wirklich gewählt einsetzen, aber ich glaube, das ist eine Übungssache, dass man weiß, wann es sinnvoll ist, es einzusetzen und wann nicht. Ah, was? Das war schon wieder Mist. Das war schon wieder richtiger Mist. Mein Gott. Ja, ich will eigentlich nichts kaufen. Ach doch, ich wollte einen Schlüssel kaufen für die Truhe da drin. Na gut. Wir haben noch kein Trinket, ist in Ordnung. Aber jetzt, so krass ist das jetzt nicht. Nein, ich laufe schon in den scheiß Creep rein. Oh, come on. Oh, come fucking on, ey. Cool ist halt, dass die dann erstmal auch stehen bleiben, ne, so gestoppt werden. Das hat schon was. So, das war's. Müssen wir noch den Satan-Kampf überstehen. Ah, wird nicht so simpel. Gut, gut getroffen alles, auf jeden Fall. Nice. Das war mal ein cooler Angriff. Das war ein sehr cooler Angriff. Aber jetzt müssen wir halt, ja, wir brauchen dringend Energie. Ich hole mir jetzt nur den einen Schlüssel und dann hauen wir ab. Ich meine, wir kriegen jetzt zwei neue Items dazu. Wollen wir hoffen, dass die brauchbar sind. Und wir nicht hier noch drauf gehen vorher. Das wäre nicht so cool.
Okay. Hat das Feuer noch irgendwas Cooles für mich? Ja. Dann Abflug. Ja, okay, immerhin, immerhin, immerhin. Okay, damit kann ich arbeiten. Okay, damit kann ich arbeiten. Okay, das brauche ich auch. Das brauche ich ganz dringend. Puh, das brauche ich ganz, ganz dringend. Und schön, dass es im Angebot ist. Jetzt müssen wir aber die Runde überstehen mit 1,5 Herzen. Mit 1,5 Herzen müssen wir jetzt die Runde überstehen. Ja, hurray. Super. Dann treffen mich die in ihre Scheißschüsse von der Explosion. Oh, da könnte ich wieder ausrasten. Aber ich bin ja selber reingelaufen. Ich weiß. Es ist mir bewusst, dass das dumm war. Ein Treffer von dem Grünen und ich bin erledigt. Wollte es nur gesagt haben. Wenn ich jetzt nicht schnell die Viecher wegmache, wird es immer mehr. Dann haben wir gleich wieder Probleme. Du bist auch problematisch, okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der muss weg, der muss weg, der muss weg, der muss weg. Der macht Ärger. Der muss immer noch weg. Sehr schön. Sehr schön. Weg mit dir. Die letzte Phase. Jetzt überstehen, dann ist alles cool. So, nur noch die Pilze da unten. Da gibt es jetzt erstmal ein leckeres Binky. Und noch ein leckeres Tears Up. Ich würde fast sagen, ja, ne? Ein leckeres Tears Up können wir uns auch noch gönnen. Ach, es ist ein Range Up, scheiß drauf. Aber Range Up ist auch wichtig. Range Up ist auch wichtig. Ist jetzt nicht das, was ich wollte, aber ist auch wichtig. Okay, so. Drücket mir die Daumen, dass jetzt die beiden Kämpfe hier noch laufen. Wow, da wäre ich fast reingelaufen. Das wäre wieder super dumm geworden. Sehr schön. Schön Schaden holen. Ich habe das Gefühl, wenn man durch Bosse durchrauscht, kriegt man noch viel mehr Schaden drauf. Sehr schön. Der hat einen Abflug gemacht. Du machst auch einen Abflug. Perfekt. Du. Holy moly. Bin leicht erschrocken gerade. So. Okay. Das war der Kampf. Jetzt Engelraum freischalten. Jetzt Engelraum freischalten. Let's go. Oh nein. Nicht du! Ich hab gedacht, ich bin schon frei. Oh yes, wir haben ihn. Mit einem halben Herz übrig. Oh mein Gott. Ja, das Ding ist, das Schwert ist jetzt nicht so, ne? Dann ist schon eher besser. Würde ich jetzt mal sagen. Nicht die genialsten Engel-Items, muss ich auch wieder zugeben.
Leider. Aber gut, ist halt so. Gut. Dann Schlüssel und ab. Alles gesehen, ne? Ja, alles gesehen. Alles gesehen. Hier ist ab. In Ordnung. Okay. Ich meine, klar. Aber puh. Es ist klar, aber es ist auch puh. Kann ich Wir haben es noch nie getestet. Aber ich muss es testen, alleine weil hier die Batterie ist. Ich kann überstacheln. Okay, überstacheln kann ich. Dann kriegt er auch den Schlüssel hier. Wir haben schon wieder... Was ist jetzt eigentlich, wenn ich hier den Store-Credit kaufe? Funktioniert das, was ich mir gerade denke? Ja. Wird direkt umgesetzt. Ich bin eigentlich auf dem Ding. Ich wäre auf dem Ding. Ihr auch, ne? Ich denke, ihr seid auch auf dem Ding. Der Spore-Shot ist schon eine geile Geschichte. Der Spore-Shot ist schon eine geile Geschichte. Okay. Drückt mir die Daumen, dass wir hier was reißen. Bin gespannt. Der Rote darf mich auf keinen Fall treffen. Lebt der noch? Nein, der ist schon down. Okay, sehr gut. Meint der Seraphim-Engel, der wird auch schon ordentlich Schaden machen. Das ist jetzt gar nicht mal so bad. Dass der da ist. Das ist schon gut. Du musst aufgehen, du Mistring. Okay. Herzhammer. Herz ist weg. Scheiße. Boah. Nee, was? Wo bin ich reingelaufen? Jetzt mal ernsthaft. Wo bin ich gerade reingelaufen? Oh Gott, die machen ganzes Herz Schaden wieder, die Mistviecher. Ihr könnt euch gleich... Okay. Das war die Runde. Tschusch. Tschusch. Puh. Ich muss mal kurz gucken, was das da ist. Nicht, dass das diesmal der Wafer-Effekt ist. Das ist dieses Geschnörksel. Ab, HP up, Damage up, Tears up, Speed up, Range up. Das ist ein All Stats up. Das ist ein All Stats up. Okay, müssen wir uns kaufen. Müssen wir uns kaufen. Dann werde ich jetzt das HP up noch nicht kaufen. Das einzelne hier. Wobei ich das Geld zusammenbekomme. Ich würde zur Sicherheit dieses HP up jetzt kaufen. Dann haben wir noch 5 Münzen. Wir kriegen mehr als 10 Münzen. Oh, ich habe hier was liegen lassen. Ups. Wir kriegen mehr als 10 Münzen. Das ist okay. Das ist okay. Das ist okay. Dann habe ich eine Sicherheit, eine kleine. Aber das All Stats Up müssen wir uns auf jeden Fall holen. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtige Geschichte. Nein! Aus, böse. Okay, nice, 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 nice.
Wir haben's. Wir haben das All Stats up. Sehr schön. Okay. Jetzt die Runde noch überstehen. Satan-Kampf. Ja, Deal-Kampf. Jo, was war das denn? Der sah so komisch aus. Ich dachte, der macht was Normales. Aber der hat was ganz anderes gemacht, als ich dachte. Yikes. Ja, nice. Genau darauf habe ich gehofft. Aber ich kaufe hier nichts. Ich kann hier nichts kaufen. Kann ich mir nicht leisten. Kann ich mir absolut nicht leisten, hier Herzen herzugeben. Oh mein Gott, Schlüssel haben wir. Okay, weiter. Einfach raus, einfach raus. Nicht jetzt noch irgendwo treffen lassen. Einfach raus und das Herz noch mitnehmen, das Weiße. Ist ja natürlich nur normales, also geht schnell weg, aber ist okay. Halo! Okay, und noch so ein komisches Vieh. Aber Halo, yo. Und noch ein HP-Up ist hier, und zwar ein gutes HP-Up. Okay. Dann sprengen wir doch gleich mal. Okay, 6 Münzen. Das erhöht schon mal die Wahrscheinlichkeit, dass wir hier das Zeug bekommen. Okay, schnell weg. Okay, sehr gut. Und raus. Okay, wir haben viele Herzen. Jetzt darf ich nicht wieder so spielen, als ob ich viele Herzen hätte. Ich muss so spielen, als ob ich wenig Herzen hätte. Ich darf die nicht alle wieder gleich verlieren. Das wäre richtig kacke. Ich meine, so von dem, was wir haben, könnte man jetzt halt auch einfach kämpfen, ohne dass man diesen Zusatz-Q-Effekt hat. Ich sollte den wirklich nur einsetzen, wenn er komplett risikofrei möglich ist. Ansonsten spielen wir einfach ganz normal, wie wenn wir Isaac wären. Ja! Nein, lass das! Das war knapp. Okay, das war doch in Ordnung. Das war doch in Ordnung. Nicht perfekt, aber in Ordnung. So, ich meine, der Blue Cap gibt mir auch noch ein Tiers ab. Und wir sind noch nicht an der Spitze angekommen, ne? Wir sind noch nicht an der Spitze angekommen. Genau, HP ab, Tiers ab, Shot Speed down ein bisschen. Okay, den nehme ich mit. Weil es halt, wenn es jetzt blaue Herz hier gäbe, würde ich die nehmen, ne? Ist klar, aber gibt's halt nicht. Also nehme ich den mit, weil es ist ein Herz mehr und ich riskiere das. Ich will das haben. Ich will das haben. Gib mir das. So. Okay. Du kannst dir gleich mal ordentlich aufs Maul kriegen, mein Freund. Boah! Jo! Das ist jetzt nicht so angenehm hier. Party, die hier stattfindet. Okay, da ist er weg. Nur noch Monster übrig, ne? Hm. Du kannst mich mal. Ey, wieso kannst du springen? Ich hab doch... Boah. Ich hab dich doch gerade gestoppt, mein Freund. Oh mein Gott. Okay. Okay, da haben wir ihn gestoppt. Jetzt wieder der Kampf. Ich habe noch nichts gekauft. Es könnte ein Engelraum kommen. Wir haben die Möglichkeit weiterhin auf Engelraum. Schlüssel haben wir. Brauchen wir hier nichts weiter machen. Okay. Nur noch den Kampf überstehen und dann geht's weiter. Einfach nur ein bisschen aufpassen. Schön ausweichen. Da renne ich jetzt nicht hoch. Zu denen renne ich jetzt nicht mit meinem Q hoch. Das wäre tödlich. Ich meine, ich kann es einmal kurz probieren.
sie so ein bisschen stoppt. Ja, okay, es war gut. Doch, es war gut, hochzurennen. Eieieiei. Nee. Nee. Ich hätte nachher nur noch 3 Herzen. So, ein Herz. Kann ich nicht. Kann ich... Geht nicht. Geht nicht. Kann ich nicht machen. Geht nicht. Kann ich nicht machen. Geht nicht. Und ist ja umso besser, weil so haben wir immer noch die Chance auf Engelraum als nächstes. Okay. Die nächsten beiden Items kriegen wir auch sicher. Hoffen wir auf was Gutes. Hoffen wir auf was Gutes. Das ist bisher der beste One. Das ist bisher der One, wo ich am weitesten gekommen bin. Damage up. Ist auch in Ordnung. Ist jetzt nicht Favoriten-Item, aber ist okay. Musste man da, wie war das? Musste man da irgendwie Anlauf nehmen oder wie genau hat das funktioniert? Musste ich warten? Oder mehr rennen? Und dann hat er irgendwann gerammt? Hä, wie ging das? Ich weiß nicht mehr, wie es funktioniert. Moment, ich muss kurz lesen. Ramming Speed. Gives huge horns which stick out, allowing you to deal contact damage if you hit something with enough speed. Hä, also mache ich jetzt schon Schaden durch Rennen oder nicht? Ich will es ungern testen. Aber ich müsste ja eigentlich schnell genug sein. So, Contact Damage, Damage technisch. Müsste ja eigentlich schnell genug sein. Hm. Okay. Ich hab doch Q gerade gedrückt, was ist passiert? Ey, ich... Jetzt habe ich Jera eingesetzt. Ich könnte schon wieder kotzen. Aber wieso bin ich jetzt gerade da... Wieso habe ich jetzt Schaden genommen an der Tür? Ich habe doch Q vorher gedrückt. Habe ich geschossen? Bin ich dumm? Ey, habe ich jetzt nicht verstanden. Ich habe Q gedrückt. Ihr habt es alle gesehen. Hoffe ich. Ja, hier ist eigentlich nichts, was ich kaufen will. Aber wir hätten hier was zum Rerollen. Okay. Aber trotzdem will ich hier eigentlich nichts kaufen. Na gut, gucken wir, was kommt. Gucken wir, was kommt. Oh, die Schisch! Die scheiß Geister. Ah, das mit dem Ramming Speed ist eine riskante Geschichte. Ah! Bruder! Was ist denn hier alles los? Hilfe! Gottes Willen! Es ist so viel passiert, ich konnte gar nicht hingucken. So schnell ging das hier alles. Okay, nur noch kleine Spinnen erledigen. Und dann haben wir den Qual Space. Wir haben den Qual Space offen. Wir haben den Qual Space offen. Erstmal Schlüssel kaufen. Die Kette ist ein Range-Up, ne? Ich glaube, die Kette ist ein Range-Up. Mom's Pearls oder was das ist? Ne, ist keine Kette von Mom. Ne, hat mit Mom nichts. Doch, es hat mit Mom. Genau, es heißt sogar Mom's Pearls. Huch. Oh, plus ein Luck-Up aber auch. Und ein Soul Heart. Ja, okay. Ist gekauft. Luck-Up alleine schon wegen meinem Virus. Dann kommt er auf... Au, wir sind auch noch Mother geworden. Habe ich gar nicht realisiert. Okay, okay, okay. So, was haben wir jetzt hier? Ah, dieses komische Glas Milch. Alter. Mich verarschen? Mach Abflug. Don't cry over it. Ja, ich darf es nicht verlieren, ich weiß. Ich lese es ganz kurz, was genau das Glas Milch war. Ich glaube, das war, solange man es hatte, hat man höhere Tiersrate oder irgendwie sowas. After being spilled, the milk gives you a minus 2 tier. Ach so, für den Rest. Okay, ach so, nee, ich kann es direkt. Ja, okay, ich muss aber getroffen werden dafür. Also, wenn ich getroffen werde, dann habe ich eine hohe Tiersrate. Aber dafür muss ich getroffen werden. Was nicht so das Ziel sein sollte, sagen wir jetzt mal so, ne? Okay.
Ja, ich kann hier im Moment nicht mehr machen. Ach, wozu habe ich ja den Schlüssel gekauft? Ich habe, kommt ja nur noch der Shop. Brauche ja nicht gar keinen Schlüssel mehr. Eigentlich brauche ich gar keinen Schlüssel mehr. Ich kämpfe jetzt mal ohne den Q-Effekt, weil das ist mir gerade hier zu risky. Ich sehe auch teilweise wieder so wenig. Das ist schlimm. Ich habe gar nicht gesehen, dass es aufgeladen ist. Sehr gut. Ich glaube, die sind die. Ja, die sind schon weg, ne? Ja, die sind schon weg. Okay, sehr gut. Gut, dann ist der jetzt auch down. Ciao. Okay. Ich könnte jetzt noch ein HP abkaufen. Aber ich könnte halt auch hoffen, dass im nächsten Shop blaue Herzen extra sind. Weil dann würde ich ein einzelnes HP ab nicht kaufen. Let's hope for the best. Okay, das sollte eigentlich jetzt auch nicht das größte Problem sein, die Viecher hier. Weil wir haben echt gute Angriff-Dings und so. Ja, passt. Wieder ein Satanraum, aber mit Glück gibt es wieder schwarze Herzen. Okay, jetzt muss ich gut nachdenken, was der Pakt macht. Oh, und erstmal muss ich nachdenken, was die Pillen machen. Und hoffen, dass sie nichts Blödes machen. Okay, infested kann ich mit leben. Ja, das ist jetzt auch nicht dramatisch. So, wie viel blaue Herzen gibt mir der Pakt? Ich zahle jetzt 3, dann wäre ich tot. Ich würde jetzt 3 zahlen, dann bin ich tot. Und Pakt gibt mir 2. Und ein leichtes Damage ab und ein leichtes Tears ab. Nee, Freunde. Wobei, ich meine, ich habe ein halbes Herz mehr. Ich hätte nochmal mehr Damage. Oder sterbe ich jetzt, wenn ich das kaufe, weil der Effekt erst danach kommt? Nee, oder? Ey, wenn ich jetzt draufgehe, wenn ich das kaufe. Normalerweise ist es doch so, du kaufst es, dann kommt der Effekt. Und dann, wenn du dann keine Herzen hast, wärst du tot. Ich sterbe doch nicht jetzt vor... Oh mein Gott. Sterbe ich, wenn ich jetzt Pakt kaufe? Ich habe Angst. Ich weiß es nicht. Nein, es müsste doch erst den Effekt machen. Komm, wir probieren es. Okay. Schwitz. Big Schwitz. Ah, ich ein bisschen geschwitzt gerade. Ja. So, weiter im Programm. Ah, ich denke, das Tears und Damage. Achso, Tears ist oben, aber Damage Up ist natürlich nicht oben. Die Damage geht immer höher. Ja. Oh, ich werde die Runde hier nicht überstehen. Ich werde die Runde hier safe nicht überstehen. So, jetzt gucken wir erstmal in den Stachelraum. Diesmal aber richtig. Ich weiß nicht, warum das vorhin schiefgegangen ist. Ich weiß es nicht, warum ich da getroffen wurde. Ich kann es mir nicht erklären. Ich habe nichts. Ich weiß es einfach nicht. Ich habe Q gedrückt. Das müsste man eigentlich auch echt sehen. Oh, ich kann nichts rerollen. Ich kann nichts rerollen. Ich kann hier auf ein Dings hoffen. Da war nichts. Ich kann hier auf mehr Münzen hoffen. Die kriege ich auch. Aber es ist kein günstiges Item, es sind keine blauen Herzen. Ich meine, das ist ein HP-Up, das nehme ich jetzt sofort mit. Und es ist auch noch zusätzlich ein Luck-Up. Gar keine Frage, muss ich mitnehmen. Aber das war's jetzt im Prinzip. Ich krieg nicht mehr Herzen als diese. Ich muss jetzt hier mit 3 Herzen durch, das geht schief. Tut mir leid, das zu sagen, aber das geht schief.
Okay, Knochenhand, Knochenhand, die dauert Länge. Knochenhand kommt jetzt irgendwo runter. Ja. Yep. Nein! Oh, Mama. Hilfe. Okay, wir haben die Phase. Tschüss. Okay. Das Tiersap nützt mir nichts, aber den will ich eigentlich auch nicht haben. Aber ich muss ein Item kaufen, das ist ein anderes Item. Ach nee, ich kann ja alle rerollen. Er ist auch jetzt nicht so geil. Aber ich glaube, der Fan gibt zumindest irgendein. Gab der nicht irgendein. Irgendwie Soul hat's auch noch. Das hatte noch einen Zusatzeffekt. Das war nicht nur, dass man in der nächsten Ebene sieht, was kommt. Das hatte noch einen Zusatzeffekt. Gibt ein Soul hat für jeden neuen Floor, den man anfängt. Ah, ja, okay, ja, gut. Ja, wäre jetzt gut, das am Anfang einzusammeln. Gut, ist, ja, gut, ist egal. Ja, ja. Es wäre halt jetzt dann indirekt nochmal ein HP, aber allerdings später. Aber ich nehme es, weil ich krieg eh nicht mehr Münzen zusammen. So, was soll ich tun? Es ist halt von dem, was hier ist, es ist das Beste, was ich kaufen kann. So, es tut mir leid. Wenn ich reroll, habe ich kein Geld mehr. Meine, ich könnte natürlich... Ja, ja, doch, okay. Ich warte auf mehr Geld und reroll dann nochmal. Das können wir machen. Das können wir machen. Habt ihr recht. Habt ihr ja recht. So. Ich hab eure innere Stimme gehört. Nein, so darfst du nicht spielen. Das ist dumm. Sei kein Conan. Oh mein Gott. Ja, ist in Ordnung. Okay. Wir haben's. So. Jetzt habe ich ganz viel Möglichkeit zu rerollen, bis wirklich was Geiles kommt. Der Mini-Pilz ist, glaube ich, kein HP-Up, ne? Und wenn, dann ist es eh nur... Also ich glaube, den würde ich jetzt noch weiterhin... Ich würde weiterhin rerollen. Ist ein Speed-Up und ein Range-Up... macht mich halt kleiner. Aber verändert auch meine Hitbox so ein bisschen. Ich glaube, das wird jetzt nicht so viel ausmachen. Ich würde lieber rerollen und auf was Besseres hoffen. Wir haben ja noch ein paar Münzen übrig. So ist ja nicht. Yo! Also erst den und dann. Das würde ich auch noch, aber ich habe keine weiteren Münzen mehr, ne? Aber jetzt auf jeden Fall erstmal den, klar. Das ist ein Muss. Vor allem, weil es ein Pilz ist. Wir jetzt einfach der Pilztyp geworden sind. Und ich habe noch ein paar Bomben. Also wir hoffen jetzt natürlich... Ah, wartet kurz. Wir waren noch nicht hier drin. Okay, ich habe gedacht, vielleicht sind hier noch Münzen. Keine Münzen. Dann versuche ich die Töpfe zu sprengen und hoffe auf Bomben. Münzen. Yo! Okay. Dann machen wir jetzt den Satan-Deal. Und setzen im Satan-Deal das Gift ein. Was haben wir jetzt hier? Okay, einfach nur ein paar Pins. Ein paar Pins sind voll in Ordnung. Ich muss ein bisschen auf den Brimstone-Pin aufpassen, dass ich da nicht reinrenne. Ich würde hier gern ohne Schaden durchkommen. Ja, fast. Okay, ist in Ordnung. Es war fast ohne Schaden.
Okay, hier will ich nichts haben von euren Sachen. Könnt ihr alles behalten. Ich bin nur hier, um mein Geschenk einzusetzen. So ein Ding ist das. Genau so ein Ding ist das. Okay. Mehr geht nicht. Das ist alles, was möglich war. Jetzt gab es hier noch ein günstigeres Item, aber mehr kann ich nicht. Ich kann hier noch eine Bombe setzen. Aber das war's jetzt. Das war's jetzt. 5 schwarze Herzen. Wir haben ordentlich Zeug dabei. Drückt mir die Daumen, dass hier was läuft. Aber ich bin... Es ist halt immer noch greedier. Also es wird schon schwierig. Das wird schon schwierig jetzt. Kann man leider nicht anders sagen. Das wird jetzt schon echt schwierig. Ich weiß nicht, ob ich ihn stoppen kann mit Dark Arts. Ich werde es einmal probieren, aber es ist riskant, wahrscheinlich durch ihn durchzulaufen. Ja, kann ich ihn stoppen, okay. Na dann schauen wir mal, was passiert. Also der erste Treffer von dem Glas würde ja zumindest noch bedeuten, dass wir dann mehr Tiers... Wobei ich gerne gar nicht weiß, ob jetzt unsere Tiersrate tatsächlich noch steigern kann oder nicht. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube fast nicht. Aber gut, wir werden sehen. So, ich kann eigentlich recht gut sogar das Q einsetzen. Ja, doch, das Q kann ich ganz gut einsetzen. Ja, okay, die Tiersrate steigert sich tatsächlich nochmal. Das ist in Ordnung. Aber jetzt muss es nicht nochmal sein. Okay, jetzt will ich was probieren. Ein paar lasse ich mal frei und rausche dadurch. In der Hoffnung, dass das ordentlich Damage macht, aber naja. Ist zu riskant, muss man nicht machen. Ist zu riskant, müssen wir nicht tun. Müssen wir echt nicht. Uah! Das war knapp. Müssen wir echt nicht machen. Hä, was, wo? Das war wieder ein Treffer, den habe ich nicht verstanden. Ich habe den nicht gesehen. Muss irgendeine Münze geflogen gekommen sein. Keine Ahnung. Scheiße. Ich mag das nicht, wenn ich Treffer nicht verstehe. Oh Gott. Hm. Nein, hau, ich brauche noch Energie. Das war knapp. Der hat mich fast erwischt. Wo landet denn jetzt? Hilfe! Sheesh! Nein! Nicht hier. Nicht hier treffen lassen. Nein, hör auf jetzt. Er ist doch fast down. Mach keinen Scheiß jetzt noch, Junge.
Yes! Woohoo! Nice! 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 Okay! Damit haben wir auch Judas kennengelernt. Auch sehr interessanter Charakter. Und zum Glück ging's gut. Wir haben zwar wieder einige Versuche gebraucht und einige sind echt ärgerlich gescheitert, aber der war schön. Auch wenn er richtig scheiße angefangen hat. Das war der Run, wo wir mit richtig viel Herzen gestartet sind und ich einfach erstmal alles verloren habe. Oh mein Gott, es war wieder so knapp am Schluss. Aber ich glaube, das ist zum Schluss der rote Pilz, ne? Der hat's gerettet. Der hat nochmal ordentlich draufgegeben. Der hat nochmal ordentlich draufgegeben. Und den Crawl Space mit der Milch des Tiers ab, was wir jetzt gefunden haben. Auch sehr gut. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.